Das DFKI leistet seit 30 Jahren wunderbare Vorarbeit und jetzt sind sie, kann man hier sehr schön sehen und sich das zeigen lassen, wie sich die Dinge entwickeln, dass sie jetzt industriereif sind, dass wir sie ausrollen können in die Breite. Deswegen wollen wir auch, so haben wir es im Eckpunktepapier ja in der letzten Woche beschlossen, das Thema mehr Professuren und mehr Studenten in diesem Bereich generieren, denn das ist die Wertschöpfung der nächsten Jahre. Unsere neue Ministerin, die ist ja Praktikerin und wenig theoretisch orientiert. Sie interessiert sich sehr für den Transfer und das ist ja genau das, was wir hier auch zeigen konnten in den Demonstrationen, dass die Dinge wirklich auch anwendungsreif sind und auch einen Nutzen für den Menschen, die Gesellschaft und die Wirtschaft darstellen. Ja, beeindruckend ist vor allem auch immer die unterschiedliche Vielfalt, die vielen Themen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die hier erforscht und bearbeitet werden. Da geht es um individualisierte Fertigung, also klassisches Industrie 4.0. Es geht aber auch um Mustererkennung, um Erkennung von Sprache. Es geht um Lernen und Lernforschung. Es geht also um die unterschiedlichsten Lebenswelten, in denen künstliche Intelligenz eine sehr wichtige Rolle spielt und immer entscheidender wird und an denen das DFKI arbeitet. Das DFKI steht für Transfer. Transfer in die unterschiedlichsten Richtungen. Wir bilden aus, wir schaffen neue Erkenntnisse und wir schaffen Innovationen für die Wirtschaft. Ganz wichtig.